Wer wünscht sich nicht auch ein Haus am See? Am Sonnensee in Speyer führen die jetzt allerdings zu Problemen, denn laut Angaben der Stadt sollen viele Häuser dort illegal errichtet worden sein. Die Stadt möchte nun Konsequenzen ziehen. Doch wie diese aussehen und was die Anwohner dazu sagen, Katrin König und Luis de la Rosa mit dem Bericht. Der Sonnensee. Auch wenn hier gerade nicht die Sonne scheint, ein Ort der Idylle und das Zuhause für Pflanzen und Tiere. Eigentlich. Mit Sorge blickt Ralf Pfeiffer auf den See, denn der Mensch breitet sich am Ufer immer weiter aus und bebaut die Freiflächen. Zusätzlich zu den Umweltfolgen wird neben dem Gewässer so auch der Fortbestand der Tier- und Pflanzenkultur bedroht. Wenn Sie hier mal auf die gegenüberliegende Seite schauen, wo also hier tatsächlich ein künstlicher Kiesstrand angelegt ist oder hier so eine Art Kaimauer mit Leiter, um in den See einzusteigen. Also es hat sehr wenig mit Natur zu tun. Also es ist hier rechts, so würde man sich hier die Seeufer vorstellen mögen. Ja, also das ist schon ein Idealzustand mit sehr viel Schilf, Röhrig. Das Problem? Zwei der drei Uferflächen sind ohne Genehmigung zugebaut worden, denn der See liegt an einem Naturschutzgebiet. 2022 hat die Stadt Speyer eine Bestandsaufnahme gemacht und festgestellt, viele der Stege, Betonmauern und Terrassen müssen weg, weil sie den See beeinträchtigen. Deshalb fordern sie die Anwohner zum Rückbau auf, um hier Schilf zu pflanzen, in denen sich Fische zurückziehen können. Also die Klimaveränderungen sind da, dementsprechend können sich die Gewässer schlechter entwickeln und aufgrund dessen müssen wir alle Voraussetzungen schaffen, die negativen Einfluss auf das Gewässer haben und dementsprechend steht der Rückbau an, wenn es nicht zu verantworten ist. Alles, was zu verantworten ist mit Blick auf den Gewässerschutz, kann beantragt werden. Das ist mir aber ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Die Anwohner und Anwohnerinnen haben dann einen Antrag zu stellen und dann muss das Umweltamt entscheiden, ob es genehmigt werden kann oder ob es zum Rückbau kommen muss. Kritik kommt von den Eigentümern, man habe sie nicht mit ins Boot geholt und erst durch die Presse von dem Vorhaben erfahren. Viele Anwohner fühlen sich deshalb vor den Kopf gestoßen und verstehen nicht, was der Rückbau bewirken soll. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass ein Steg von einer Nachbarin, der soll zurückgebaut werden, der geht ein Stück ins Wasser auf 4 Säulen oder 2 Säulen und der würde massiv die Umwelt beschädigen, so in dem Dreh wurde es benannt und das Wasser würde dadurch geschädigt werden. Die Stege und alles Mögliche ist aber schon seit 35 bis 40 Jahren schätzungsweise vorhanden und hat vorher die Umwelt noch nicht geschädigt. Erst seit der Klimawandel aktuell geworden ist, scheint es auch für die Stadt Speyer aktuell zu werden. Andere Anwohner hingegen zeigen sich kooperativer, solange man mit ihnen redet. Daher wünsche ich mir, dass die Verantwortlichen von der Stadt Speyer, dass die kooperativ sind, man sich zusammensetzt und berät. Und ich finde es besser, als wenn man irgendwelche Anwälte einschaltet und dann mit der Stadt Speyer streitet. Wir sind alles erwachsene Menschen und ich denke, intelligente Menschen können miteinander sprechen. Bis Ende April sollen die Betroffenen Stellung nehmen. Dann will die Stadt mit jedem Grundstückbesitzer über das weitere Vorgehen beraten, damit auch am Sonnensee wieder die Sonne scheint. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.